Hallo und herzlich willkommen im Nerdzeitalter. Ich bin Sven und spiele mit euch Da Dynasties. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich freue mich sehr, dass es weitergeht, denn es sind eine ganze Menge Dinge passiert. Wir befinden uns in einem erneuten Krieg. Und zwar auf dieser Seite. Wir haben immer noch Krieg mit der Duncan Union. Wir haben Fee Ofiuchi dazu bekommen. Allerdings haben wir hier ein Problem, denn die Rassellunge ist ausgebrochen. Wir sind hier auf Quarantäne gegangen. Das führt natürlich zu erheblichen Problemen. Das heißt, wir werden natürlich versuchen, durch Hilfe Unruhen zerschlagen. Und da werden wir mal den effektivsten nehmen. Ja. Und er wird über Agenten gehen. Ja. Wir werden über Agenten gehen, damit sich unser Sohn nicht ansteckt. Und hoffen mal, dass das reicht, dass wir in der nächsten Runde... Oh, sehr schön, sehr schön. Okay, das heißt, hier kriegen wir tatsächlich wieder Ruhe rein. Das funktioniert ganz gut. Ja, wir haben 15 Aktionspunkte übrig, wir haben aber kein Geld. Wir haben nur noch unseren Neffen, der unverheiratet ist. Tetris und Brent Smith sind untätig. Das heißt, wir werden hier mal anfangen, die Verteidigung zu verbessern. Das könnte unsere Schwiegertochter machen. Mhm. Okay. Ja, das werden wir tun. Sie wird dazu nach Merak reisen. Und wir schauen mal, wie es in Flotten hier so geht. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, hier sind wir mittlerweile bei 19% Stärke, aber wir haben hier nicht besonders viel, was wir aufbieten können. Das heißt, wir können nur mit Söldnern agieren. Dafür brauchen wir erst wieder Geld. Ja, okay. Das heißt, wir werden die Runde beenden. Hier geht es tatsächlich jetzt ein bisschen schneller voran, weil wir ein gewonnenes Duell haben. Ja, dann werden wir die Runde beenden. Das Spionagezentrum auf Shared ist repariert. Sehr gut. Wird ein Aufstand gegen Herrschaft von Archon Ritter. Okay. Devon Ritter möchte, dass wir ihm helfen. Gebieterin Cosette Ritter. Okay, schauen wir uns die mal an. Gebieterin Cosette. Die ist 16. Sie geht in Richtung Diplomatie. Sie ist begebend. Sie ist individualistisch. Sie ist stolz. Sie ist eine normale Verwandte. Okay. Die Schwägerin unserer Tochter. Ja, aber das sollten wir dennoch tun. Ja. Okay. Er hat angenommen und den Aufstand hat er niedergeschlagen. Sehr gut. Jawohl. Genau.
Genau, die Eheschließung führt zu einem Festmahl. Ich und Devon Ritter steht auf, um eine weitere Rede zu halten. Ihr beißt die Zähne zusammen. Was fällt diesem aufgeblasenen Niemand nur ein? Ihr trommelt mit den Fingern auf den Edelstahltisch und bemerkt, dass ihr damit nicht allein seid. Es gibt noch jemanden, der grimmig dreinblickt und verärgert den Kopf schüttelt. Ihr seht euch an und steckt die Köpfe zusammen. Nichts als heißer Sonnenwind faucht ihr, euer Gegenüber nickt. Ein Herrscher sollte mit gutem Beispiel vorangehen und euch nicht dazu bewegen, euch aus der nächsten Druckschleuse zu stürzen. Okay, sie ist wieder krank. Wie alt ist sie denn mittlerweile? 67, okay. Zirkwurthu Krause hat Archon Klein beauftragt, das Verbrechen von euch zu ahnden. Krieg gegen Haus Klein. Okay. Und Max bietet Gefolgschaft. Wollt ihr um etwas anderes bitten? 6 von 9. Angebot annehmen. Hat folgende Nachteile. Respektiert die Souveränität eines Herzogs über sein Herrschaftsgebiet. Es sollte die Eigentumsrechte eines Vasallen über sein Herrschaftsgebiet respektieren. Gleichem Anspruch Nachdruck verleihen. Ja, aber wir werden trotzdem das Angebot annehmen. Okay. Das können wir ja dann später wieder umverteilen. Herzog Kiva Jennings hat Archon Devon Ritter aufgefordert, dem Anspruch von Abe Lancelot Jennings über Shea zu herrschen, Nachdruck zu verleihen. Okay. Zu herrschen, Nachdruck verliehen, abgelehnt. Herzog Kiefer Jennings hat gegen Herzog Devon Ritter rebelliert und wurde eine unabhängige Fraktion. Verleiht ihm Anspruch. Okay. Vergeltung für den Umstand. Okay. Herzogin Duncan hat Archon Duncan aufgefordert, den Anspruch von Duncan Kolonialreich Gebiete von Merak zu seinen Nachdruck zu verleihen. Okay. Hat sie abgelehnt. Sehr gut. Sie wurde eine unabhängige Fraktion. Sehr, sehr schön. Okay. Lady Leona Woodward will Unterstützung im Kampf in Shared. Lady Leona. Ja, er hat eine okayische Meinung. Der Baron mag uns eher. Anfrage annehmen hat Konsequenzen. Ja, wir sollten nicht gegen unsere Vasallen kämpfen. Nein. Das ist eine interne Streitigkeit. Das werden wir nicht tun. Jawohl. Okay. Makayla Smith und euer Halbbruder haben ein kleines Mädchen bekommen. Susanna. Okay. Susanna ist ein Mitglied des Hauses Smith. Sehr schön. Wir sind krank. Das heißt, wir werden unsere Frau bitten. Uns zu versorgen. Was? Ein Mitglied des Hauses persönlich medizinisch Sorgen wählen. Nein. Schon gut. Doch hier rüber. Ach so, aha. Das müssen wir ja über ihn hier machen. Medizinische Versorgung. Und das soll unsere Frau übernehmen. So. Okay, was haben wir denn gerade hier für Geheimnisse?
hier noch irgendwelche Geheimnisse? Nein, haben wir nicht. Okay. Gut. Wir werden bei Sirius anfragen, ob die... Ja, wird akzeptieren. Okay, sehr schön. Damit haben wir uns ein bisschen weiter ausgebreitet. Die mögen uns. Wie sieht es denn jetzt hier aus? 1,0 pro Runde. Sehr gut, trotz der Rassellunge. Hier haben wir nach wie vor Widerstand. Oh mein Gott, das ist aber auch echt bitter. Gucken wir mal, wie es gerade so mit Unruhen. Okay, also bei uns fängt es an, hier tatsächlich besser zu werden. 0,2, okay. Haben wir noch jemanden, den wir hier hinschicken können, der das unterstützen kann? Ja, lassen wir ihn das tun. Ja, es soll dorthin reisen. Okay. Gut. Okay, ein Angriff kann nur hier über Jin erfolgen. Jin sieht gut befestigt aus. Ja, okay. Wie sieht's jetzt hier aus? 26,6. Okay, und wir haben tatsächlich, so langsam kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Wir haben jetzt auch genügend Vasallen. Bedeutet, wir könnten, wenn wir dann Algeber bekommen, das an diese Herzogin übergeben und Fiofiucci dann quasi hier übergeben. Ja, das wäre schon ein Ding. Schauen wir hier nochmal. Plus 13,2, was ist denn hier los? Während der Hungersnot verlassen, na ausgezeichnet. Na ausgezeichnet. Okay. Hat jemand die falsche Entscheidung getroffen und wir sind die, die es dann ausbaden dürfen. Okay. Wie sieht es denn bei unserer Blutlinie aus? Ich würde dann gerne als nächstes hier die Spione im Doppelpack nehmen, um Spionagenetzwerke zu erschaffen. Damit wir uns mal mit der Spielmechanik auseinandersetzen, ob die uns vielleicht hilft. Okay. Ja, hier wird es dann tatsächlich... Hier fängt es dann an, eng zu werden. Okay, gut. Wir machen eine Runde weiter. Okay, das Krankenhaus... Diese wurde repariert. Sehr gut. Die bekommt einen Anspruch. Die populistische Bewegung auf Alter fordern Kolonie teil. Duncan Union zu machen. Alter. Okay. So. Herzog Kiewer Jennings will Fiofin wieder als Teil seines Herzogtums. Wir werden das tun, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Ja, ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Jawohl, okay. Gut. Wieder übergeben. Er greift Elektra an. Okay.
Okay. Hat 16, 18, 30. Okay, das können wir. Okay, das wird. Mein Gott, das geht so in die Hose. Das wird so in die Hose gehen. Uiuiuiuiuiui, das wird so in die Hose gehen. Akzeptieren, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Ja, okay. Damit haben wir den nächsten Krieg hier an der Backe. Ja, natürlich hat er gesiegt. Warum hat er sich nicht zurückgezogen? Okay. Die hat weitere Personen umgebracht. Und euer Sohn haben ein kleines Mädchen. Jetzt sieh mal Susanna. Okay. Die Stieftochter unseres Vaters ist sehr krank. Okay. Wir haben uns vollständig erholt. Wir brechen diesen Auftrag ab. Und unsere Frau wird sich hier um die medizinische Versorgung kümmern. So, wir sind unbeliebt, natürlich, weil wir in den Krieg gezogen sind. von 27. Okay, so langsam wird es wieder gut. Okay. Hättet ihr einen erheblichen militärischen Vorteil bei einem Angriff auf Elektra? Okay. Optionen. Dann werden wir hier angreifen. Das wird unser Sohn machen. Jetzt die Eigenschaft zu Haus, okay. Wir werden die Söldner dazu holen. Wir werden ihn hier fragen. Er ist mit eingestiegen, sehr schön. Das heißt, wir können ihn hier bitten. Ihn hier bitten. Ihn hier bitten. Ihn hier bitten. Was wird das hier? Dann werden wir diesen Herzog bitten. Und damit ist er ebenfalls an Bord, ohne dass das ein Vielleicht wird. Und wir werden die Schlacht starten. Ja, okay. Start. Herzog Devon Ritter will, dass ihr uns zurückzieht. Dass wir uns zurückziehen. Das könnten wir tun, wenn er unser Vasall wird. Okay, ich glaube, das tun wir und damit lösen wir die Ritterfraktion auf. Okay. Okay. Okay, Krieg zwischen Smith Allianz und der Ritterfraktion ist vorbei. Okay. Damit haben wir den Angriff abgebrochen, was gut ist, weil nichts zerstört wurde. Wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Okay. Ja, also
die erwürfelte Karte ist diesmal echt nicht so gut. So, jetzt werden wir hier natürlich mit ihm hier die Beziehungen verbessern müssen. Ja, aber alle unsere Leute sind tatsächlich gerade beschäftigt. Wir blicken uns mal die Dings an. Behaltet euren Vasallen, Herzog Deron Ritter im Auge. Kann uns nämlich nicht leiden. Okay. Wir können unser Imperium erweitern. Okay, jetzt können wir tatsächlich mal hier Aktionen. Okay, wir können tatsächlich nicht den Frieden... Ach, weil uns die Punkte langsam ausgehen. Okay, das heißt, jetzt haben wir auch die nächste Expedition, das nächste Expeditionsereignis. Das wird spannend. Okay. Eiche, unser Fahrer Duncan, wurde ermordet. Okay. Sehr schön. Herzogin Parkin Duncan hat Duncan Union geerbt. Okay. Dieser Krieg ist vorbei. Die Hauptstadt Archon ist jetzt Zeta Aquilae. Eure Nichte wurde aus dem Gefängnis von Arch und Duncan freigelassen. Sehr schön. Und McKenna wurde ebenfalls freigelassen. Okay. Ja, der Tod ändert einiges. Herzog Deron Ritter hat euch beauftragt, das Verbrechen zu ahnden, den Aufstand gegen ihn. Ich werde mich sofort darum kümmern. Ist das erst geahndet? Also ist das tatsächlich der einzige Weg, ihn in die Gerechtigkeit walten zu lassen? Das ist, okay. Wir werden ihnen mal eine hohe Strafe zahlen lassen und werden mal gucken, ob das Gerechtigkeit gibt. Eich und Parkin, danke, dem den Besitz an Minka übergeben. Okay, die orientiert sich hier um. Kommissarin Sir Locke Klein will unterstützen im Kampf um Merope. Nein, das ist ein kleines Haus. Okay, die wird aber wahrscheinlich gewinnen. Okay, wir werden trotzdem die Anfrage ablehnen. Okay, jetzt will er aber Hilfe. Und da werden wir tatsächlich auch helfen, dem Baron. Das ist nämlich auch ein Verwandter, der tatsächlich gerade in der... quasi der Herrscher ist. Okay, dann werden wir akzeptieren, ohne Gegenleistung zu verlangen. Okay. Die Flotte aus kleinen Gefechten
Merope. Besiegt. Okay. Wettkampf Ehregeburt des Herzogs Tipal getötet. Okay. Ja, damit verändern sich hier tatsächlich eine Menge Machtverhältnisse. Okay. Haus Duncan von Merak hat die Platte von Haus Minka im Gefecht und Merak besiegt. Sehr gut. Oder abgefangen, ist mit leeren Händen heimgekehrt. Okay. Ja, ist nicht mehr. Diesen Auftrag wollen wir abbrechen. Jawohl. Eure Teams und Wissenschaftlern katalogisieren jahrhundertealten Schrott im System Gliese 754. Solange ihr mich auf dem Laufenden haltet, sagt Herzog Rhys Sampson, ich bin mit der Vereinbarung zufrieden. Okay. Eure Schwiegertochter hat einen bemerkenswerten Fund zwischen all dem Schrott gemacht. Ein antiker Dokumentendrucker und Siegelstempel, der zum Druck von amtlichen Dokumenten verwendet wurde. Obwohl die Liga der Raumfahrtnation ihn vor dem Untergang entwickelte, wurde er von Haus Khalil, einem Haus, das einst die Galaxis beherrschte, modifiziert, um ihr Wappen zu prägen. Er könnte unsere Verwaltung verbessern, indem er den Verwaltungsaufwand beschleunigt und Fälschungen erschwert. Allerdings könnte er auch für Intrigen genutzt werden, wenn wir ihn geheim halten. Ja, wir werden die 60 bezahlen und werden damit unsere Verwaltung verbessern. Eure Schwiegertochter hat Folgendes herausgefunden. Haus Smith ist im Besitz einer antiken Dokumentenpresse. Okay, ich dachte, damit hätten wir es öffentlich gemacht. Okay, Dokumentenpresse verwenden, Haus für Anspruch fälschen. Okay. Es sind Dokumente aufgetaucht, die das Siegel der Liga der Raumfahrtnation tragen. Im Falle eines Zusammenbruchs der Zivilisation bitten wir die Menschen der Zukunft, die Liga wieder aufzubauen. Die Formulierung ist so präzise und passt so genau auf die Gesellschaft nach dem Untergang, dass es sich um eine Fälschung handeln muss. Dieses Dokument stammt von eurer Dokumentenpresse, aber ihr habt keine Ahnung, wer Zugang dazu hatte. Das könnte die Existenz der Presse aufdecken und euer Haus in Verlegenheit bringen. Wir haben jetzt die Eigenschaft Pre-Collapse Cooperative Spirit. Das ist Amor, meine Sins Pre-Collapse Text. So fest Urging Cooperation. Okay. Secret of the Press will only hurt your public standing if committed forgery with it. Okay. Wir haben damit noch keine Fälschung gemacht. Damit wird es unser Ansehen nicht beschädigen. Was bringt uns die Presse dann? Okay, ich habe keine Ahnung. Tatsächlich, wir haben schon die Zusammenarbeit bei der Ringwelt gemacht. Also werden wir die Existenz der Dokumentenpresse, glaube ich, auch enthüllen. Ich finde, das ist eine... Okay. Jetzt, da die Existenz der Dokumentenpresse bekannt ist, erlaubt ihr euren Wissenschaftlern, sie in Augenschein zu nehmen. Sie stellen eine schwerwiegende Fehlausrichtung des Druckkopfes fest. Hättet ihr die Maschinen noch länger benutzt, wäre ein entscheidendes Bauteil ausgefallen. Zum Glück lässt sich der Schaden leicht beheben. Okay, ja.
Alle Haussiegel wurden nun auf die Dokumentenpresse geprägt. Dies verbessert die Verwaltung von Haus Smith durch einen erhöhten bürokratischen Durchsatz. Aber auch die Sicherheit des Hauses, indem es Fälschungen verhindert. Okay, wie sieht's denn gerade in unserem Haus aus? Oh, die Verwaltung ist tatsächlich gerade gar nicht schlecht. Wir sollten in Richtung Sicherheit gehen und uns gegen Fälschungen wehren. Okay. Gut. Damit haben wir Leute, die nichts zu tun haben. Wir werden hier mal minus 1,5, minus 5,2, das ist gut. Okay. Hier wird es echt. Wir haben hier bereits jemanden auf Merope. Wer macht denn hier auf Merope die Unruhen zerschlagen? Ziehen wir ihn hier mal ab. Okay. Wir werden mal schauen, ob wir jemanden haben, der Angriff auf Magebia planen. Ja, das können wir jetzt eigentlich abbrechen, weil wir nicht mehr im Krieg sind. Okay. So. Dann können natürlich hier mal anfragen, unsere Schwester. Das ist ungültig. Wieso? Ah ja, weil sie hier gerade den Krieg hat. Nein, wir haben immer noch Krieg. Okay, wir sind immer noch im Krieg. Okay. Oh Mist, und jetzt habe ich das natürlich abgebrochen. Ah nein, ich wollte schauen, ob wir hier über die Aktionen den Frieden anbieten können. Das ist nicht in ihrem Interesse. Okay. Ja, das heißt, wir werden hier den Angriff dann wohl oder übel planen müssen. Weiter. Gut, aber wir sind am Ende einer Runde angelangt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, das Nerdsalter zockt Star Dynasties. Ciao!